go. James. There you go. Good to be here. Eine ganz schöne Überraschung, was? Die beiden Neuen stammen wie Pete Bethune aus Neuseeland. Jason Stewart hat wie James Burrows eine militärische Vergangenheit. Leute vom Militär befolgen Befehle. Du kommst auch gleich dran. Für Lawrence ist das Haarelassen die größte Herausforderung. Du genießt das doch, du sadistischer Sack. Ich lege Wert auf die richtige Einstellung und körperliche Stärke. You are done. Thank you. Next, please. Jimmy, who's a Navy diver. Jimmy ist Kampftaucher. Die Jungs sind ziemlich fit. And quite capable. Come on, Jace. Right here, mate. Right here. Oh. And then there's Jason. Jason ist der Ersatzmaschinist. Er ist nicht so gut wie Larry, aber immer noch sehr kompetent. It's taken me, 15, es hat 15 oder 18 Monate gedauert, bis ich endlich einen Zopf machen konnte, und jetzt kommen sie runter. Wie bei einem Schaf. Ich wurde kurzfristig angerufen, aber es ist meine erste Chance, etwas Großes zu tun. Deshalb bin ich echt froh, hier zu sein. Ich lasse es einfach so. Dort unten gibt es sowieso keine Mädchen, die du aufreißen könntest. Ein Typ hat mir erzählt, dass er 2 Monate auf der Steve Irwin war und die Mädchen am Anfang überhaupt nicht attraktiv fand. Aber nach 2 Monaten sahen sie plötzlich alle ganz passabel aus. Also sprach er eine an. Doch dann merkte er, dass sie roch wie ein Hamster. Was wir nicht alles tun für die Wale. Ich freue mich schon richtig auf die Antarktis. Paul tut mir langsam echt leid. Ich denke, dass wir ihm helfen könnten, das Harpunenschiff endlich abzuschütteln. Die Adi Gill ist endlich startklar und kann in See stechen. Right. Radar. Radar's a standby, looking good. Der Gegner sind die Walfänger. Und jetzt werden wir das Südpolarmeer mal ein bisschen aufmischen.